2-0 steht es mit meinem Schamanen-Deck, auf das ich auch echt das ich gut finde. Es könnte ein bisschen weniger Zweier haben und ein bisschen mehr im Fünferbereich oder im Viererbereich vor allem. Dann wäre es ein bisschen ausgewogener. Aber es ist trotzdem ein gutes Set. Gutes Deck. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem ist Deathwing drin. Das muss man da einfach. Bisschen Action muss mal sein, gerade im Stream. Ist nicht der stärkste Pick gewesen von den drei Legendaries, aber es ist Deathwing. Was soll man machen? Thrall versus Rexa! Let the hunt begin for Doomhammer. Ein schöner Start. Na, Hex hebe ich mir lieber ein bisschen fürs Late Game auf, wo ich schwach bin. Na, das ist doch ein vernünftiger Anfang. Crackle habe ich auch zweimal. Job's done. Tja, ein Dreier-Minion wäre mir schon ganz lieb. Das ist mal ein bisschen für die Mana-Kurve oder eine Einser oder so, aber... Lumbums fragt mich gerade, ob ich schon mal ein, ob ich schon mal einen 12er-Win hatte in der Arena. Nee, hatte ich noch nicht. Den kann ich wenigstens killen, ohne selber drauf zu gehen. Das ist manchmal blöd, wenn man nur die 3-2er hat und das dann gegen einen 1er traden muss. Ist natürlich nicht so ideal. Crackle wäre ein bisschen Overpower für den. Target acquired. Okay, das ist das, was man nicht sehen möchte. Okay. Das ist eine ärgerliche Karte so früh, weil sie das Board richtig, also krass, 2 Damage auf Minions ist am Anfang richtig bitter. Alles, was ich jetzt ausspiele, kann mir einfach wegsnipen. Und da bin ich sehr dagegen. Und deshalb werde ich hier jetzt auch mal ratzfatz wegcrackeln. Das ist halt einfach viel zu bitter am Anfang. Mal, wie es weitergeht. Hat er selber einen Giblin-Stalker. Ne, Gilplin. Ich vergesse mal das eine L. So, 3 Mana habe ich. Dann werde ich wahrscheinlich den Unbound Elemental ausspielen, auch wenn ich gerade nichts mit Overload auf der Hand habe. Aber wenn ich einen Puddle Stomper spiele, kann ich den einfach traden. So kann ich natürlich auch einfach traden. Schauen wir einfach mal, was in den nächsten Runden kommt. Wird schon. Kann jetzt traden und überlebt noch. Das wäre ganz okay für ihn. Ich habe leider keinen 5er-Minion. Noch nicht, kann ich ja noch ziehen, obwohl ich habe auch wenig Fünfe. Ein Dreier wäre sonst alternativ auch noch gut, dass ich einen Dreier und einen Zweier spielen kann. Genau. Das ist selber auch nicht ganz sicher. Play. Ein Totem könnte mir da. Ein Stoneclaw Totem wäre richtig geil. Job's done.
So ist aber auch nicht so schlecht. So, ich nächste Runde. Kann ich entweder ein Fire Elemental. Natürlich! Autsch. Ich werde nächste Runde noch den Fire Elemental spielen. So. Wenn so ein starker Minion kommt und den Hound noch bufft, die Sau. Gucken, wie die Tipps für diese Runde aussehen. 5, 6 immer noch. Ändert sich noch nicht so viel. 6, gerade noch einen Vote mehr bekommen. 4 hat sich auch nach oben geschummelt. Aha, immer Leute. Obwohl ich jetzt so gut gespielt habe, glauben weniger Leute an 7 Wins. Ich glaube, es hackt. Ganz schön frech. Ah, jetzt 7 wieder vorne. Es geht doch, Jungs. Danke. Ja, ist ja ein bisschen unsicher anscheinend. Das sieht aber nach einer vernünftigen Runde aus. Das, was ich auf der Hand habe, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das Flame Tank Totem ist super in dieser Konstellation. Ah, das wird jetzt ein bisschen buffen. Drecksack. Man hat jetzt schon 4-3, das ist so unangenehm. Ja, immerhin. Den kann ich gut killen. So leicht kann ich ihn auch nicht killen. 2. 2, 4. 1 Damage. 4, 5, 6, 7. Erstmal silence sich die blöde Hyäne. Und die beiden greifen an. So, das machen wir schon mal aus hier. So, dann silence sich die blöde Hyäne, damit die nicht so viel HP, nicht so viel Stats hat. Your magic shall not save you. Na, stopp. Zurück. Noch nicht. Ich werde erst ihn noch silence, damit er keine Karte zieht. So. Mal vernünftig spielen heute hier. Your magic shall not save you. There is little time. Und jetzt will ich ihm erstmal die Hyäne killen. Das möchte ich noch nicht opfern. Und damit bin ich erstmal ganz zufrieden. Jetzt würde ich wahrscheinlich trotzdem den Kaltmaster gegen den Fire Elemental traden, da kann ich nicht viel machen. Oder ich hätte doch eher das so rummachen sollen. Es war ein Depp. Da habe ich noch überlegt, ich habe gedacht, mich ein bisschen verrechnet, ehrlich gesagt. Zu nah dran. Fuck! Fucking fuck fuck. Super fuck. Fucking fuck fuck. Jetzt killt er meinen schönen Fire Elemental. Ich wollte das Healing Totem so gerne behalten, weil es echt schön ist. Es ist ein dolles. Okay, macht so. Interessant. Da habe ich nicht mit gerechnet. Natürlich auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit. So, jetzt schauen wir mal kurz. Mexner. Da 8 Schaden zu machen, ist gar nicht so einfach. 2, 2, 2. Ich rufe mal ein Totem, dann gucke ich mal weiter. Stoneclaw Totem. Das heißt, wenn ich die beiden ausschalte, muss er eh erstmal das Stoneclaw Totem angreifen. Ich kann das leider nicht so leicht ausschalten. What to do? Ohne ihn zu verlieren. Dann verliere ich den Spellbreaker gegen den Kaltmaster. Greife hier nochmal an. Das ist schon okay. Das ist auch okay. So. Und dann gucke ich, ob ich nächstes Mal Fire Elemental für Mexner opfer. Oder ob ich irgendeinen anderen Weg finde, mit Mexner umzugehen. The Frostwolves stand ready.
Maxner, 1, 2, Totem. Guck mal, ein Totem, guck mal, was wir da bekommen. Hilft mir im Moment gerade nichts. Maxner räumt uns rein nach alle meine Minions weg. Das mag ich auch nicht. Ach, soll ich mal. Ich habe die ganze Zeit gepennt. Ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Dadurch, dass mein Flametank-Tote mir gar nicht mehr habe, mache ich ja eh nicht mehr genug Schaden an Maxner. Das ist ja unangenehm. Da hab ich gepennt. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Habe ich irgendwie im Midgame vor zwei Runden gepennt und habe bis jetzt geschlafen. Bin außerdem nicht mehr aufgewacht. Ah, schlecht. Jetzt wird's interessant. Ja, selber ein bisschen unsicher. Okay. For the Crusade! Den blöden Spider-Tank los. Okay. Oder auch nicht. Wird den Spider-Tank wohl nicht los. Was etwas schade ist. Werde ich den Frostwolf Warlord los vielleicht? What to do? There is little time. Oder eher Maxner. Ja, so schlecht stehe ich gerade nicht da, aber könnte auch gerade mal besser sein. Schönes Helium-Totem. Ja, genau. Do you need a blessing? Den würde ich ganz gerne loswerden. 3-1 hat er mit dem Schild. Das macht halt 3 Damage, genauso viel wie die anderen.
little time. Ich mach das auf das Schild. Das Freeing kann halt, hebe ich mir noch auf. Ich wollte den Schild loswerden, dann kann ich ihn relativ leicht killen. Weil für die habe ich eh genug Damage. Ob ich nun 2 oder 3 HP habe, ist dann relativ wurscht an vielen Stellen. Au, oh, das ist natürlich schlecht. Der Sound ist so geil. Ja, das macht es natürlich ein bisschen, das ist nicht so ideal, dass ich vorhin das nicht auf den Spider-Tank. Auf den anderen hätte ich es gemacht, hätte ich es eh gemacht, der wäre eh gestorben. Von daher waren die 3 Damage darauf schon okay. Wenn ich den jetzt freeze, muss er mit ihm angreifen, verliert auf jeden Fall. Dadurch kann er nicht so leicht traden. Das war jetzt der Hintergedanke. Sonst hätte er bessere Trades machen, aber ich möchte halt den Spider-Tank da ganz gern loswerden mit seinen 5 HP. Das gefällt mir nicht. Autsch. Okay, das war natürlich bitter. Natürlich, ein Sludge-Bälsche. Warum auch nicht? Kann man ja auch mal machen. Warum kriege ich eigentlich meine guten Schocks nicht? Da habe ich jetzt nächste Runde wohl eh verloren. Es sei denn, es kommt was mit Taunt. Nein, kommt es nicht. Na? Ja, das Ring kann ja, hätte man vorher auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um auf das Fire-Elemental zu spielen.
nicht ganz geklappt. Achso, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das Screen kann ja auch auf den Shredder funktioniert. Da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Das stimmt. Ne, wäre nicht gestorben. Hätte mir in dem Fall auch nichts gebracht, das Reincarnate auf dem Shredder. Aber... Thrall versus Anduin. Die Karte habe ich mir zu lange aufgespart. 2, 4, 3, super, so fange ich an. Ach, das ist doch mal ein netter Start. Wenn er sie gleich wieder ausschaltet, ist auch okay. Gleich 2-1. Ja, dann kann er den Murdoch, den Puddle Stomper killen. More training. Da hat er erstmal 3-3, ist ja immer ganz nett. Ja, wird er wahrscheinlich jetzt traden? Ja. Natürlich. Natürlich. Kann ich immer noch ausspielen, da man auch eine. Da meine Waffe ja noch im gleichen Zug benutzen kann, brauche ich die nicht unbedingt jetzt schon ausspielen. Und hol mal lieber mit der Coin den Piloted Shredder raus. Und er holt mal den Shilwind Yeti raus. Klar. Klarer Fall. Sehe ich ganz genauso. Kann man ja mal machen. Jetzt können wir den Fehler aus dem letzten Spiel mal wieder gut machen und das Reincarnate benutzen. Reincarnate und uns ein kostenlos zwei. Oder hebst du mir für den Fire Elemental auf? Machen wir es so. Ich verliere den zwar, aber ich kriege noch einen wieder. Okay. Da muss ich mal welche dazwischen stellen. Jetzt brauche ich nur noch einen Minion. Den zum Beispiel, der einen 2 Millionen Attack hat. So, man hat erstmal 5. My apologies. Job's done. Das passt an der Stelle schon so. Das hat nur noch 3. Drei Damage damit. 3, 4. Oder 3, 4. Das gefällt mir nicht so sehr. Damage. Ja nun, schalte ich den Boulder Fist Ogre aus oder nicht? Ich glaube... Ja, ich glaube schon.
Organization commence soon! Well played. So guter Sludge-Belch, den keiner mag. Und ein Us. So, kommen wir erstmal den blöden Sludge-Belch weg. So, ein Hexhammer und ein Fire Elemental. Damit könnten wir mal ihn können wir aus dem Weg räumen. Wir können den aus dem Weg räumen. Dann nochmal den Battle Cry auslösen. Das habe ich doch vorhin fast gedacht. Ihr habt ja vorhin immer behauptet, man würde den Battle Cry nochmal bekommen. Das funktioniert offensichtlich nicht. So, und dann kann ich hier noch. Den Light Warden werde ich mal am liebsten los. Tja. Wenn ihr zumindest Tipps gebt im Twitch-Chat, wäre es mal ganz vernünftig, wenn ihr für richtige Tipps gebt. Wäre mal nicht so verkehrt. Könnte ich vielleicht auch besser mitarbeiten. So, dann haben wir jetzt noch einen Hex. Das brauche ich dafür nicht unbedingt. Ich habe den Gilpin Stalker benutzen. Habe immer noch den... ihn hier. So ein 3-2. Ich glaube, da ignoriere ich ihn einfach mal. So. Muss ich den unbedingt loswerden. Wenn er seine zwei Minions dafür opfert, oder alle drei, kann ich da durchaus mit leben. Für den 4-4er könnte das durchaus das Hex wert sein. Schauen wir mal, was wir hier noch bekommen. Ein 1-1er. Ich überlege gerade. Es hat nur ein HP. Also es macht nicht viel, aber natürlich einmal kann es umsonst angreifen, ohne zu sterben, das ist auch sehr ärgerlich ist. Ob ich eher den Azure Drake hext sich den Azure Drakes. Das ist eigentlich offensichtlich, wenn man denkt, man hext den Azure Drake, weil er 4-4 hat. Allerdings macht er 6 Schaden mit dem Scarlet Crusader, wenn man nicht aufpasst. Mindestens aber 3. Drei, vier, fünf. Wie viel wird die?
mach's mal so. Ich schalte mindestens einen aus, weil sonst kriege ich zu viel Schaden auf ein Fire-Elemental, nämlich 5. Ich hex doch den Azur Drake. Jetzt habe ich mich doch noch verspielt, durch die Reihenfolge. Ach, guck an. Ich wollte erst angreifen und dann den. Wenn ich mich jetzt den noch angreife... Ne? Ich habe irgendwas falsch gedacht gerade. Ich hätte ihn natürlich angreifen sollen. Alles totaler Quatsch, Martin. Egal. Totalen Quatsch gemacht gerade. Das war irgendwie falsch gedacht. Ich weiß nicht genau, was da in meinem Kopf vorging. Irgendwas, was nicht so viel Sinn ergibt. So, 2, 5, 3, 1. Mal kurz es noch kriegen. Und da Crackle scheint ein bisschen overpowered, aber ich möchte eigentlich keinen Elemental verlieren. The light shall burn you. Nein, the light shall not burn me. Das war eben Fehler, dadurch überlebt er jetzt noch eine Weile, was mir halt natürlich gar nicht passt. Ah, das ist doch mal ganz nett. Und wenn er eine Holy Nova spielt, möchte ich die beiden nicht ausspielen, sonst habe ich nämlich gar keine Minions mehr. Schauen Sie wahrscheinlich mit dem Traden. Hoffentlich sieht es so aus, als könnte ich das doch noch ganz gut gewinnen, obwohl ich zwei, dreimal ganz schöne Fehler hintereinander verbockt habe. Ich sollte mich mal nicht so stressen lassen, sondern ein bisschen so, kommt noch das Richtige. Der Ogre kam zu einer zum schlechten Zeitpunkt. So, wenn ich Plattlast spiele, kann ich den Kill machen. Habe ich nochmal Glück gehabt. Plattlast spiele, kann ich ihn killen, danach gibt es einen Torn, da kann ich ihn spielen und mache dann auch noch 6 Damage. Es war knapp. Fast, obwohl in dieser Runde nicht mehr. Weil das ist ausgespielt, stimmt, den kann ich ja nicht spielen. Ich kann 5 Damage machen, 2. Ich kann genau genug Damage machen, genau auf den Punkt. Glück gehabt. Einige Male verkackt in diesem Spiel. Aber am Ende noch glücklich gewonnen. Es wird anscheinend wieder Zeit für Schokolade. Nein, the light shall not burn me. Frechheit. So. Mache ich mich mal kurz auf die Suche nach Schokolade. Ich muss ja hier noch Schokolade haben. So kann man ja nicht weiterspielen.